Philosophicus zum ersten gelesen habe, war ich völlig hingerissen. Ich habe also fast den ganzen Traktatus auswendig gekonnt. Habe aber niemanden gefunden, mit dem ich darüber reden kann. Nur wenn zu uns zu Hause in der Familie irgendwelche philosophische Sätze gesprochen worden sind, habe ich gesagt, nein, so geht das nicht. Ludwig Wittgenstein sagt, Proposition 4,52, so und so und so ist der Fall. Und meine armen Eltern und Verwandten haben gesagt, was machen wir mit diesem armen Buben? Der ist völlig brainwashed von Wittgenstein. Können wir irgendjemanden finden, der ihm da hilft, aus dieser Falle herauszukommen? Im Gegenteil, ich bin ihm in diese Falle tiefer und tiefer hineingerutscht. Was ich sehe und was, glaube ich, in Ihren Fragenkomplex eintaucht, ist, dass Wissenschaft oder Scientia auf Lateinischen in diesen 2000 Jahren, seit Aristoteles bis 2000, einen unerhörten Erfolg gehabt hat. Und auf was zieht sich Scientia zurück? Das indoeuropäische Urwort für Scientia ist ein Wort, das heißt Sky. Und das ist in Science und Scientia und in Schizophrenie und in Schism. Das ist das Wort für Trennen. Und eben Systemic ist genau eine parallele Entwicklung. Nur das Gegenteil von Science ist integriert. Also wenn Sie heute bedenken, die ganze Systemtheorie und die Systemforscher, die sowohl in der Kunst als auch in der Wissenschaft auftauchen. Ich würde eben das eben nicht mehr Wissenschaft nennen, ich würde das eben Systemics nennen. Dass heute die Wissenschaft ist übergegangen in eine Haltung, die zusammensieht, eine Systemics. Also von Science to Systemics sehe ich die heutigen Schritte. Ich habe erkannt im Laufe meines Lebens, je mehr ich mich mit der Physik beschäftige, dass ich eigentlich ein Metaphysiker bin. Und damit habe ich mich dann mehr und mehr gespielt. Und wenn Sie mich fragen, ja, lieber Ernst und Förster, was ist ein Metaphysiker? Dann sage ich Folgendes. Es gibt unter den Fragen, die wir stellen über die Welt, gibt es solche, die man beantworten kann. Heinz von Förster, wie alt sind Sie? Das kann man beantworten, kann man nachschauen, Katalog, seit 1911 geboren, ist jetzt 90. Oder man kann fragen, die nicht beantwortet werden können. Wie zum Beispiel, Heinz von Förster, sag einmal, wie ist das Weltall entstanden? Na, da kann ich eines von den 35 verschiedenen Theorien sagen. Und ich frage einen Sternkundigen, und er sagt, da war doch dieser Big Bang vor 20 Millionen Jahren. Oder ich frage einen braven Katholiken, und sagt er, jeder weiß, wie das entstanden ist. Da hat Gott die Welt erschaffen. Und nach 7 Tagen war er müde und hat eine Pause gemacht. Das war der Sonntag. Also da gibt es verschiedene sehr interessante Hypothesen, auf wie das Weltall entstanden ist. Das heißt, es gibt deswegen so viele Hypothesen, weil die Frage nicht beantwortbar ist. So kommt es nur darauf an, wie interessant ist die Geschichte, die der erfindet, wie das Weltall entstanden ist. Da ist man natürlich ganz nah bei der Kunst. Wenn es darum geht, eine gute Geschichte zu erfinden, ja. Also eine poetische Geschichte. Ja, genau, das ist die Sache. Es besteht ein Zweikampf oder ein Dreikampf oder ein Zehnkampf zwischen den verschiedenen Poeten. Wer erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat, das muss es gewesen sein. Aber Herr von Förster, die Wissenschaft, auch gerade Ihre eigenen Forschungen, das sind doch nicht nur Erfindungen oder schöne Geschichten. Das beruht doch auf Mathematik, auf Zahlen, auf Beweisbarkeit, auf wissenschaftlich unbezweifelbaren Daten. Ja. Naja, aber es gibt jetzt schon so viele Daten, dass man gar nicht mehr die ganzen Daten in seine Geschichte hineinbringen kann. Und dann werden dann künstliche Daten erfunden. Das sind zum Beispiel Partikel, Teilchen. Dann werden Teilchen erfunden, die das machen, was wir nicht verstehen. Also meiner Meinung nach sind Teilchen immer Lösungen von Problemen,
die wir nicht anderweise lösen können. Also Erfindungen, um gewisse Probleme erklären zu können. Das sind Teilchen. Jetzt muss ich dumm fragen. Ja, das verstehe ich. Ja. Ja, ich lasse es mir ein bisschen besser erklären. Ja. Sagen wir, es ist eine Lücke in meine Theorie. Ja, da kann ich nicht mehr drüber springen. Das sind einfach neue Teilchen, die entweder grün, gelb oder sprechig oder ich weiß nicht was alles machen, die ersetzen das Loch in meiner Theorie. So behaupte ich, dass jedes Teilchen, was wir heute in der Physik lesen, ist die Antwort für eine Frage, die wir nicht beantworten können. Na, aber das ist doch schrecklich. Wie kann man denn auf der Grundlage einer Theorie, die Löcher hat, also auf so einem anscheinend wackeligen Fundament, also Maschinensysteme, weltweit sich ausdehnende Maschinensysteme quasi ins Unendliche wachsen lassen? Ja. Ist das denn nicht riskant oder gefährlich? Ja. In diesem weltweit funktionierenden Maschinensystem sind alle Aussagen richtig. Und das ist natürlich das, was man gerne haben möchte. Und warum sind die richtig? Wenn sie sich alles von anderen Aussagen ableiten lassen. Wo führt das hin? Ja. Wie geht das denn weiter? Ja, immer mit weiter ableiten. Ja, aber es gibt doch irgendwo Grenzen. Eben nicht. Das ist das Schöne. Da kann man immer wieder weiter. In der Logik? Yes, genau. Aber in der Realität? Wo ist die Realität? Wo haben Sie die?